eine Frage. Der Rostocker Oberbürgermeister Roland Methling wird von den Menschen wie ein Held verehrt. Ihm werden von den Normalsterblichen all jene Eigenschaften zugeschrieben, die normalerweise nur im Reich der Mythen und Legenden zu finden sind. Ruhig zurückgezogen und macht seine Arbeit. Ist loyal. Okay. Na, sag. Ehrlich. Ehrlich. Hilfsbereit. Rücksichtsvoll. Liebevoll. Und einmalig. Die Hansestadt Rostock wird demnächst zur Monarchie zurückkehren. Schon auf ihrer Sitzung im Dezember beschloss die Bürgerschaft einstimmig, Oberbürgermeister Roland Methling zum König von Rostock zu krönen. Seine Verdienste um die fast 800 Jahre alte Stadt sind allseits anerkannt. Was gelungen ist, ist auf jeden Fall dem Bevölkerungsabschwung entgegenzuwirken. Wenn ich richtig weiß, waren ja fast 250.000 Einwohner mal hier durch Fischerei und Schwerften und so weiter. Und also man merkt schon, dass in den letzten Jahren jedenfalls, so, wir sind wie 2005 hierher gekommen, dieser Trend umgewandelt worden ist. Die Stadt ist schön, wird sauber gehalten, es sind viele Veranstaltungen. Ja, Museen wurden ausgebaut, das Randgebiet ist schön erneuert, Stadtmauer. Es ist offener geworden, viele andere Kulturen sind hier mit drin. Die Liste der Heldentaten ließe sich weiter fortsetzen. Nationaler Rekord bei Einsprüchen gegen Entscheidungen der Bürgerschaft. Rostock bekommt auf absehbare Zeit kein Theater. Verrostete Schiffe im Stadthafen, architektonische Fehlleistungen und verfehlte Planungen und immer wieder der Versuch, städtisches Eigentum zu verscherbeln. Erinnert sei an den versuchten Verkauf des Südstadtklinikums und von Virowohnungen. Mit der Inthronisierung werden Methling auch die Verantwortung für die Gerichtsbarkeit, die Finanzen, die Kultur, steuerliche Hoheiten und die Medienüberwachung angetragen. Die Entscheidung der Bürgerschaft bedarf der Genehmigung durch das Schweriner Innenministerium, das seinerseits bereits Zustimmung signalisiert hat. Der Antrag für die Krönung wurde von der Abgeordneten Sibylle Bachmann in die Bürgerschaft eingebracht. Ich erinnere mich daran, an meine Praktikumszeiten in Russland, als Andropow gestorben war, setzte sich der Hausmeister auf seinen Werkzeugkoffer und sagte, wir brauchen einen neuen Zarewitsch, wir brauchen eine starke Hand. Rostock braucht dies offensichtlich auch, weil wahrscheinlich haben wir Bürger das selbstständige Denken vergessen. Wir brauchen also jemanden, der uns sagt, wo es lang geht, der selbst entscheidet. Dann sind wir diese Verantwortung los und ich denke, das ist sehr günstig für Rostock. Die Krönungsfeierlichkeiten sind für die Hanse-Sail im August 2013 geplant. War ja klar. Im neu errichteten Segelstadion im Rostocker Stadthafen erwartet Methling Abordnungen der Ortsämter und verbündeter Hansestädte. Roland Methling wird den Namen Rolando der Erste tragen.